Der Flugzeughersteller Boeing muss zurzeit wirklich einiges über sich ergehen lassen. Und jetzt kann man sagen, klar, die sind ja auch selbst schuld. Und ich möchte auch gar nicht etwas anderes behaupten, aber das, was jetzt gerade im Internet passiert, das ist wirklich höchst spannend. Denn wann, wenn nicht jetzt, kann man mal mit ein paar schon längst vergangenen Punkten um die Ecke kommen und sagen, ey, ich weiß da noch was. Ich bin ein Pilot, ein ehemaliger Mitarbeiter, ein jetzt aktueller Mitarbeiter. Ich könnte da eventuell noch etwas zur Aufklärung beitragen. Und so entstehen jetzt eine ganze Menge Beiträge im Internet, einfach Kommentare in irgendwelchen Foren oder was auch immer. Und klar, das ist auf jeden Fall immer mit Vorsicht zu genießen. Das muss man nicht immer alles gleich für bare Münze nehmen. Aber gut, mal so ganz neutral drüber schauen, das ist trotzdem für diejenigen, die sich für das ganze Thema interessieren, für die ist das wirklich höchst spannend. Und dieses ganz neutrale drüber schauen, das möchte ich jetzt mal kurz für euch übernehmen. Und auch durch den einen oder anderen aufmerksamen Zuschauer unter euch habe ich da ein paar interessante Beiträge gefunden, ein paar interessante Informationen zu 737 MAX. Vielen Dank dafür und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Die große Frage, die man jetzt neben der ganzen 737 MAX-Thematik versucht zu beantworten, ist, ob der größte Flugzeughersteller, ob Boeing, tatsächlich, um Zeit zu sparen, um Kosten zu sparen, Abstriche beim Thema Qualität und damit am Ende des Tages auch Abstriche beim Thema Sicherheit gemacht haben könnte. Wie gesagt, das ist auf jeden Fall noch eine Frage. Da ist ein Fragezeichen hinter. Das ist keine Anschuldigung. Das ist ein wirklich großer Unterschied. Eine Antwort darauf können wir an dieser Stelle auf gar keinen Fall geben, aber da wird noch früh genug eine Antwort kommen. Aber Hinweise, die darauf hindeuten, dass das genauso ist, das muss man schon sagen, die gibt es auf jeden Fall. Gerade durch die jetzt mittlerweile veröffentlichten Fakten und Tatsachen zum Lion Air und Ethiopian Airlines Absturz. Dadurch wird natürlich die gesamte 737-Baureihe negativ beeinflusst, am meisten aber selbstverständlich die neue Boeing 737 MAX. Nicht zuletzt das sorgte in den letzten Tagen dafür, dass sogar Präsident Trump sich mal wieder über Twitter zu Wort gemeldet hat. Dort ließ er verlauten, dass man doch bitte das Flugzeug jetzt verbessern muss, das Flugzeug sicher machen muss. Dann, wenn man damit durch ist, dann muss man aber auf jeden Fall auch den Namen des Flugzeuges ändern. Wie auch immer die Maschine dann heißen soll. Und je länger man drüber nachdenkt, desto weniger abwegig klingt das, oder? Obwohl man schon sagen muss, dass es wohl kein traurigeres Ende für diese 737-Baureihe geben würde, als die beiden Abstürze und eine darauf folgende Namensänderung. Das ist vielleicht aber auch schon wieder ganz schön weit gedacht. Jetzt steht bei Boeing selbstverständlich erst einmal ganz oben auf der Liste Schadensbegrenzung. Und das sieht vor allem so aus, dass man versucht, jetzt so schnell wie möglich eine zertifizierte und sichere Version der 737 MAX wieder in die Luft zu bekommen. Denn die Zeit arbeitet hier ganz klar gegen den größten Flugzeughersteller der Welt. Wir stehen jetzt nun mal kurz vor dem Sommer. Der Sommerflugplan hat sogar schon begonnen und das ist nun mal die Zeit, die bei den meisten Fluggesellschaften einfach etwas stressiger ist als der Winterflugplan. Also die meisten Flugpläne sind da einfach etwas enger gestrickt und man braucht dort jedes einzelne Flugzeug und vor allem heile, sichere Flugzeuge, die gut funktionieren. Und das ist bei der 737 MAX, dadurch, dass sie gegroundet ist, natürlich nicht der Fall. So, bedeutet, Fluggesellschaften fehlen Flugzeuge. Die Fluggesellschaften, die die 737 MAX in ihrer Flotte haben und jetzt aus der Planung rausnehmen müssen, weil das Flugzeug am Boden bleiben muss, und das sind einige Fluggesellschaften, nämlich ziemlich genau 59 Stück, die knapp 400 Flugzeuge betreiben, die können jetzt natürlich selbst entscheiden, wie lange sie denn jetzt das Flugzeug aus der Planung nehmen wollen. Und da sind die meisten sogar schon sehr langfristig am Plan. Heißt, American Airlines beispielsweise, die haben etwas mehr als 20 Boeing 737 MAX in der Flotte. Bis Mitte August haben sie diese Maschinen aus der Planung aber komplett wieder rausgenommen. Das bedeutet, jeden einzelnen Tag werden dort bei American Airlines etwa 115 Flüge aufgrund der fehlenden 737 MAX gestrichen. Das sind eine ganze Menge Passagiere jeden einzelnen Tag. Und das bedeutet unterm Strich sehr viel Geld, das die Fluggesellschaft jetzt nicht mehr verdienen kann, beziehungsweise sehr viele zusätzliche Kosten. Weiter geht es dann mit Southwest Airlines. Bei denen sieht es nicht weniger schlimm aus, denn die haben ja nochmal 20 737 MAX mehr in der Flotte, die jetzt am Boden bleiben müssen. Dann geht es weiter mit United Airlines. Die planen mit einem Ausfall der 737 MAX bis Anfang Juni, sind also etwas optimistischer, was das angeht, streichen dazu aber auch etwa 40 Flüge jeden einzelnen Tag. Da die Fluggesellschaften diese zusätzlich entstandenen Kosten so höchstwahrscheinlich einfach an Boeing weitergeben werden und weil das in den USA auch höchstwahrscheinlich genauso funktionieren wird, allein das soll den Flugzeughersteller jetzt also pro Monat etwa 115 Millionen Dollar kosten, schätzt man zum aktuellen Zeitpunkt. Und das sind ja jetzt erst einmal die Flugausfälle. Dazu haben die Airlines teilweise mit ungewöhnlichen Ereignissen und einem Stress zu kämpfen, den man so eventuell gar nicht auf dem Zettel hatte. Laut einer Umfrage wollen etwas mehr als 50% der erwachsenen Amerikaner
nicht mehr mit einer Boeing 737 MAX fliegen. Gut, okay, das ist jetzt eine Umfrage, die muss nicht so wahnsinnig aussagekräftig sein. Die habe ich gefunden beim Magazin Business Insider. Die haben laut eigener Aussage etwa 1100 erwachsene Amerikaner zu diesem Thema befragt. Und da kamen eben die 53% raus von Leuten, die halt eben nicht mehr in eine 737 MAX steigen möchten. Wie dem auch sei, das müssen wir jetzt selbstverständlich nicht als absolute Wahrheit übernehmen, aber die Tatsache, die sollte klar sein, und zwar, dass sich Leute ganz bewusst, ganz klar gegen dieses Flugzeug entscheiden und teilweise sogar gegen den Flugzeughersteller entscheiden. Und wenn wir jetzt diese Umfrage einfach mal rausnehmen, dann sehe ich das ja auch beispielsweise bei euch in den Kommentaren. Viele entscheiden sich ganz bewusst gegen die 737 MAX oder gegen den Flugzeughersteller Boeing. Und das ist schon mal kein gutes Zeichen. Vielleicht nur ganz kurz, in mehreren Zeitungen wurde von einem Ereignis berichtet, was es beispielsweise bei Southwest Airlines oder so auch bei Norwegian gab. Und zwar sind da Leute an Bord gekommen bei der 737-800 und haben dort Sicherheitskarten gefunden, auf denen 737-800 und auch die 737 MAX 8 zu finden ist. Denn die Fluggesellschaften Norwegian und Southwest benutzen für diese beiden Flugzeuge die gleichen Sicherheitskarten. Ist ja auch völlig legitim. Aber man kann von den Passagieren selbstverständlich nicht erwarten, dass sie draußen am Gate stehen und sagen, ey, klar, das ist eine 737-800, das habe ich an den CFM56-Triebwerken erkannt. Sondern die Leute setzen sich da rein und dann schauen sie sogar mal auf die Sicherheitskarte und dann steht da ganz groß 737 MAX. Das haben sie doch gestern noch in den Nachrichten gehört. Mit dem Flugzeug sollte man wohl nicht fliegen und das verunsichert viele Leute. Das ist wirklich ein Problem, wenn da jetzt die Flugbegleiter jeden Morgen 100 Mal erklären müssen, dass das hier eine 737-800 ist und dass man damit durchaus fliegen kann. Also das ist ein Problem, was man vielleicht gar nicht unbedingt unterschätzen sollte. Dazu kommt jetzt noch etwa 80% des aktuellen Auftragsbestandes bei Boeing. Etwa 80% wird dadurch die 737 MAX dargestellt. Das ist verdammt viel. Die Maschine wurde über 5000 Mal bestellt. Etwa 4600 von diesen Bestellungen sind zum aktuellen Zeitpunkt noch offen. Wenn man das mal mit dem Vorgängermodell vergleicht, da wurden etwa 7100 Bestellungen für aufgegeben. Dabei hat man jetzt schon fast alle ausgeliefert. Da kommt also nicht mehr wahnsinnig viel. Boeing baut jetzt also fast nur noch die 737 MAX. Es dürfte durchaus spannend sein, diese Zahl von etwa 4600 offenen Bestellungen in den nächsten Wochen und Monaten nochmal zu beobachten. Da könnte durchaus noch ein bisschen was passieren. Aber gut, jetzt erst einmal zu den Berichten von ehemaligen Mitarbeitern, Piloten und so weiter. Der Boeing-Chef hat vor wenigen Tagen erst preisgegeben oder veröffentlicht, dass die Flieger mit dem Software-Update schon jetzt wieder eine ganze Weile unterwegs sind. Man ist da fleißig am Arbeiten, hat schon eine nahezu finale Version, heißt es zumindest von seiner Seite aus. Die Flieger haben schon etwas mehr als 100 Stunden in der Luft verbracht, haben das Software-Update getestet und das soll wohl auch alles ganz gut funktionieren. Und währenddessen häufen sich Berichte bzw. Beschwerden von beispielsweise Piloten. Wie gesagt, das ist alles wirklich mit Vorsicht zu genießen. Das findet teilweise nur in Foren statt oder auf Facebook mit irgendwelchen Posts oder wie auch immer. Da sind sicherlich auch viele Trittbrettfahrer dabei. Das müssen nicht alle 737 MAX-Piloten sein. Trotzdem kann man sich das mal anschauen. So ein paar Sachen sind dann sicherlich doch nicht ganz an den Haaren herbeigezogen. Zum Beispiel eben ein sehr markanter Bericht, ein sehr markantes Ereignis. Am Tag vor dem Lion Air-Absturz saß in derselben Maschine ein Pilot auf dem Jumpseat. Also er gehörte nicht zur fliegenden Crew. Die beiden saßen ja vorne, Kapitän links, Co-Pilot rechts. Und der Pilot auf dem Jumpseat, der zu dem Zeitpunkt gar nicht im Dienst war, hat den beiden wohl bei einer unerklärlichen Reaktion des Fliegers im Steigflug geholfen. Hat ihnen geholfen, das Problem wieder zu lösen und das Flugzeug wieder sicher in Richtung Boden zu bringen. Das ist tatsächlich sehr ungewöhnlich und so auch ganz sicher nicht der Normalfall. Dazu kamen dann weitere Berichte, ebenfalls vom Piloten, die berichteten, dass sie ebenfalls ähnliche Probleme im Steigflug mit ihrer 737 MAX hatten. Ja, und dazu kommt dann ja, oder es gilt ja immer, dass wenn am Ende des Tages nichts wirklich schief geht, wenn am Ende des Tages dann doch nochmal alles gut gegangen ist, die Passagiere sicher am Zielort ankommen, das Flugzeug so weit von außen heile aussieht, dann erfährt auch nie jemand etwas von den eventuell begangenen Fehlern. Und als man das erkannt hat, hat man vor allem in der Luftfahrt eine sogenannte Just Culture eingeführt. Das ist eine Art und Weise, mit Fehlern umzugehen. Beziehungsweise da geht es gar nicht nur um Fehler, sondern um Missstände in der Fliegerei generell. Also wenn jetzt ein Fehler passiert, wenn man einen Fehler macht, weil man eben ein Mensch ist und durchaus mal Fehler machen kann, dann soll dieser Fehler sofort angesprochen werden, ohne dass man Angst haben muss, dafür bestraft zu werden. Und dann, wenn der Zeitpunkt passt, dann wird dieser Fehler analysiert und vernünftig besprochen, sodass er im Idealfall eben nicht nochmal auftreten kann. Von einem offenen Reporting dieser Fehler können dann ja alle Mitarbeiter des Unternehmens, alle Mitarbeiter in derselben Funktion, die können davon nur profitieren. Und so wird das bei einer Lufthansa oder generell bei allen anderen deutschen Fluggesellschaften schon seit Jahren gehandhabt. Genauso.
Diese Dinge bleiben selbstverständlich immer alle erst einmal in der Firma und das ist auch gut so, aber Piloten, Flugbegleiter, wie auch immer, alle Mitarbeiter haben die Möglichkeit, von Fehlern zu berichten, völlig anonym, die sie begangen haben, die ihnen aufgefallen sind oder einfach von Sachen zu berichten, die ihnen einfach komisch vorkommen, ohne dass sie Angst haben müssen vor einem solchen Report, ohne dass sie Angst haben müssen, dadurch eventuell bestraft zu werden, es sei denn, es war jetzt wirklich etwas fahrlässig Gefährliches. Aber ansonsten wird dieser Report aufgenommen, analysiert, besprochen, wie auch immer und allen Mitarbeitern zugänglich gemacht, damit jeder etwas daraus lernen kann. Und wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt, es ist tatsächlich somit der größte Vorteil, den fliegendes Personal hierzulande bei den ganzen Fluggesellschaften hat. Es ist wirklich wahnsinnig viel wert. Und jetzt überlegt nur mal, wie das eventuell in manchen Büros funktioniert oder auch in anderen Fluggesellschaften irgendwo mal irgendwann so funktioniert hat. Das hat man dann in Unfallberichten zum Beispiel rausgefunden, dass diese Just Culture dort auf gar keinen Fall gelebt wurde, weil es da auch gar kein Thema war, weil es da zu der Kultur beispielsweise nicht passte oder wie auch immer. Und wenn man das versteht, dann versteht man auch, wie viel Mehrwert diese Möglichkeit für die Mitarbeiter und auch für die gesamte Sicherheit im Unternehmen, für die gesamte Sicherheit in der Luftfahrt bedeuten kann. Und genau das scheint bei Boeing gerade noch nicht so richtig perfekt zu funktionieren. Was wiederum das Problem mit sich bringt, dass jetzt, wo etwas passiert ist, all das, was eventuell mal schiefgelaufen ist, all das auf einen Schlag in die Öffentlichkeit getragen wird. Und das trifft jetzt eben nicht nur Boeing, sondern beispielsweise auch die Luftfahrtbehörde der USA, die FAA. Hier soll es gravierende Unterschiede geben zwischen FAA und EASA beim Thema Qualitätsmanagement und Sicherheit. Viel zu lasch soll man da an einigen Stellen mit gravierenden Problemen umgegangen sein. Dann geht das weiter. Beim Flugzeughersteller Boeing soll es viele Leute geben, die sich mit dem Thema Qualitätsmanagement und Sicherheit nicht so auseinandersetzen, wie das eigentlich der Fall sein sollte bei einem Flugzeughersteller. Und so geht das dann immer weiter auch bis zur Boeing 787, wo das Problem der Delaminierung bei den Kohlefaserverbundwerkstoffen zwar bekannt war, aber bis zum Rollout aufgrund von Zeitdruck und aufgrund von Kostenersparnissen und so weiter nicht wirklich behoben werden konnte. Das soll dazu führen, so habe ich das zumindest in einem Bericht gelesen, dass ein Mitarbeiter jetzt auf gar keinen Fall auf die Idee kommen würde, in eine Boeing 787 einzusteigen. Ich möchte euch damit jetzt nicht sagen, dass ihr auf gar keinen Fall mehr mit einer Boeing 787 fliegen solltet, das müsst ihr am Ende des Tages selbstverständlich alles selber wissen, aber an der Stelle jetzt zu sagen, da ist ja bei der 787 noch nie was passiert zu diesem Thema oder bei der 737 MAX hat es wirklich lange gedauert, bis etwas passiert ist, das kann man vielleicht als Passagier so sehen. Wie gesagt, das muss man am Ende des Tages dann wirklich selber wissen, aber das sollte man auf gar keinen Fall als Flugzeughersteller so sehen. Das wäre wirklich nicht der richtige Ansatz und damit soll es das erstmal gewesen sein zu den aktuellen Informationen und vor allem aktuellen Gedanken zu 737 MAX. Vielleicht war für euch ja wieder der ein oder andere neue Input mit dabei. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich dazu ein bisschen was in den Kommentaren lese. Ansonsten soll es das heute gewesen sein. Ich freue mich auf eure Meinung zu dem Thema, wie immer. Ich freue mich auch über Feedback zum Video und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. T-Shirts wie dieses hier gibt es unter den Videos. Würde mich auch freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und dann bis morgen. Lasst es euch gut gehen und tschüss.